Was wir jetzt vorgelegt bekommen haben, ist ein Notbehelf für eine Notbremse. Was wir eigentlich bräuchten, ist ein bundeseinheitlicher Stufenplan. Das RKI hat dazu Vorschläge gemacht, der Perspektive gibt für alle Menschen in diesem Land, wo Landkreis genau nach Inzidenzien, nach der gesundheitlichen Versorgungsmöglichkeit auch tatsächlich eine Perspektive aufgemacht wird, was geöffnet werden kann, was geschlossen werden muss. Schwere Bedenken haben wir auch auf der Rechtsfolgenseite. Nach wie vor hält die Bundesregierung an Ausgangssperren fest. Wir wissen, dass Ausgangssperren ein untaugliches Mittel sind, um Corona zu bekämpfen. Das haben ja jüngst auch erst wieder Aerosolforscher unterstrichen. Die Gefahr der Infektion liegt nicht draußen im Freien an der frischen Luft, sondern drinnen in geschlossenen Räumen. Und die Bundesregierung und möglicherweise auch die regierungstragenden Fraktionen machen sich eine Argumentation zu eigen für diese Ausgangssperren, die bereits vor Gerichten gescheitert ist. Wir kritisieren insbesondere, dass die 100er-Inzidenz als entscheidender Punkt für uns nicht nachvollziehbar ist, zumal dann auch einigermaßen unlogisch abgewichen wird, zum Beispiel bei dem Thema Schulen. Wir können das kaum nachvollziehen. Es ist unerklärlich, dass es im privaten Bereich härteste Sanktionen und härteste Restriktionen gibt, während es im Bereich der Wirtschaft bei den Unternehmen immer noch viele Empfehlungen gibt. Tja, das vierte Infektionsschutzgesetz werden wir als Fraktion geschlossen ablehnen. Die Gründe sind offenkundig. Wir halten das Gesetz für verfassungswidrig. Wir halten im Übrigen auch den Inzidenzwert für manipulierbar.